Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Teil, was ist es, 15 glaube ich mittlerweile, zu unserem gemeinsamen Let's Play von The Evil Within. Und damit hallo Kirby. Hallo. Ja, wir haben im letzten Teil, ist schon ein bisschen länger her, aber wir haben aufgehört und, ach guck mal, wir können es nochmal öffnen. Vielleicht haben wir jetzt mehr Glück. Inhalt. Nee. Nein, es ist und bleibt eine Patrone. Ja, das ist ja super. So, jetzt muss ich mal ganz kurz, mich eben nochmal an die Steuerung gewöhnen. Alles klar, guck mal, unten ist die Pistole, links ist unsere tolle Armbrust. Du könntest deine Pumpgun mal nachladen, ne? Und die Pistole. Oder ist das, heißt das nicht, wenn oben die Null ist, dass nichts im Lauf, also nichts im Links ist? Doch, stimmt, du hast recht. So, eben mal kurz hier, so, einen Bolzen erstellt. Oh nein. Was ist jetzt weg? Die hier. So. Alles klar. So, dann nehmen wir jetzt erstmal die. Nachladen. Guck mal, da unten liegt immer noch Munition. Wahnsinn, eine Patrone und eventuell noch mehr? Noch mehr, kaum zu glauben, aber... Wahnsinn. Ja, wir gucken mal. Sonst wärst du kurz vorm Verhungern und einer würde sagen, ich habe einen Tic-Tac. Wow. Guck mal, drei immerhin. Wahnsinn. Super. So, ach, können eigentlich mal Licht anlassen, ne? Warum nicht? Dieser Gang, der erinnert mich total an einen Silent Hill-Teil. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Homecoming war das. Ja. Da war man auch immer wieder... Ey! Was macht man denn da, wenn der kommt, weglaufen oder was? Ja. Anscheinend. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Schießen hilft. Das war aber gemein gerade. Ja, aber wenn ich wusste, was der will, ob jetzt irgendein Einspieler kommt oder was. Ja, und ich habe auch noch geschossen. Ja, aber der ist ja nur so eine Projektion irgendwie, ne? Das hab ich gemerkt. Flackert halt immer so. Eine Projektion, die uns das Leben genommen hat. Ja, aber du kannst dem anscheinend nicht sein. Sehr merkwürdige Projektion. So. Ja, ein Schuss. Ja, immer wieder toll. Und wieder die drei Schüsse, oder waren es zwei? Drei. So, dann nochmal hier nachladen, zack. Das Geräusch ist immer wieder geil, oder? Absolut. Okay, also jetzt hier unten kommt er und dann laufen wir mal. Vielleicht kann man dann auf das Fass gleich schießen, ich weiß nicht. Ich sag mal solche Sachen, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Das ist aber eine gute Idee, hör mal. Vielleicht gibt es ja auch hier irgendwo... Wer ist der Little Fucker? Fucky, Fucky! Komm her! Shit, der hinter dir! Oh no! He's coming! Super, das hat schon mal nichts gebracht! Okay! Oh. Ran! Fall! Ja. Autsch! Autschi! Komische Perspektive, hä? Er ist auf der Seite gelandet, glaube ich, irgendwie so. Autsch! Das kann man ja gar nicht überleben. Ach toll! Wow! Kapitelende! So, wir haben es geschafft. Ja, das war ein Wahnsinnsteil. Es war anstrengend. Schlimmsten 4 Minuten meines Lebens. Aber wir haben es immerhin geschafft, trotzdem nochmal zu sterben. So, neuer Speicherplatz. Ja, ja. So. Entschuldigung. Perfekt. Oh, eine Update-Datei installiert. Schön. Und ab ins nächste Kapitel. Das sah aus, wenn der eine sich gerade in eine Wurzel verwandelt hätte, ne? Hm. Ja, der hat mich auch gerade ein bisschen an The Last of Us erinnert. Ja, total. Ja, pilzartige. Genau. Verwechsellichkeit. Die blutverschmierte, langhaarige Kreatur kann mit Waffengewalt nicht bla bla bla. Wenn du auf eine Explosivbolzenladung schießt, explodiert sie und verwundet Gegner in der Nähe. Und dich selber hätten sie noch hinzufügen sollen. Da will mich jemand unbedingt einweisen. Ja. Ich glaube, das ist schon vor langer Zeit geschehen, tippe ich mal langsam. Das würde ich auch so vermuten. Innere Tiefen.
Da geht's doch jetzt weiter, oder soll man nicht mal an der Tür kratzen, wo man bestimmt nicht durch kann? Ja. Da kann man doch durch. Oh, es tut mir leid. Der Gang sah so aus, als wenn es da... Aber das ist genau richtig. Stell dir mal vor, wir wären hier nicht reingegangen. Ist ein Gimmickraum. Oh, was ist das? Explosionsbolzen oder so? Ja, genau. Oh, Tagebuch von Sebastian Castellanos. März 2005. Die schlechte Nachricht ist, dass ich einem neuen Partner zugeteilt wurde. Die gute Nachricht ist, dass Myra ja gesagt hat. Außerdem ist die schlechte Nachricht gar nicht so schlecht. Joseph ist ein sehr guter Detective und wir sind ein gutes Team. Die Polizei von Crimson City braucht mehr Männer wie ihn. Und es ist eine Ehre für mich, an seiner Seite zu arbeiten. Aber manchmal fühlt es sich so an, als würde ich ein Boot ausschöpfen, das ein riesiges Loch im Rumpf hat. Nach jedem aufgeklärten Verbrechen werden 10 neue gemeldet. Das KCPD ist wie eine dünne blaue Linie, hinter der die Bürger vor den Verbrechen geschützt sind. Aber manchmal scheint es, als wäre das Verbrechen in der Überzahl. Ja, ja, das ist das Dilemma der Polizisten. Hm? Jawohl. So, sonst haben wir nichts. Okay, dann können wir auch direkt unseren Schlüssel, den wir ja bekommen haben im letzten Teil, benutzen. Das ist ein fieses Geräusch. Ja. Es schallert im Kopf. Substanziell für mich am Arsch. Ach, der Sebastian. Ah, substanziell für mich am Arsch. Ja, stimmt, wir sind aber jetzt woanders auch wach geworden. Normalerweise waren wir doch immer in unserer Zelle. Jo. Aber wir sind jetzt schon so weit in unserer eigenen mentalen Dilemma-Welt. Ist schon eine Weile her. Das geht. Noch gar nicht so lange her. Und was haben wir denn da? Eine Zeitung. Ermittlungen stocken. Ermittlungen im Fall des Serienmörders stocken. Gemeindeverhalten optimistisch. Da es keinerlei neue Spuren gibt, geht die Polizei davon aus, dass der Serienmörder entweder untergetaucht oder weitergezogen ist. Ja, dann können wir es ja getrost vergessen. Genau, ist ein anderes Department zuständig. Ja. Das kennt ihr bestimmt auch von früher, von den Filmen, wenn dann Verfolgungsjagden dann, wir müssen es nur noch bis zur Bundesgrenze schaffen und dann hören auch die Polizisten auf einmal auf, sie zu verfolgen. Wo sind wir denn hier? War das nicht hier mit dem... Sieht alles anders aus. Ach, da kannst du dich aufwerten, auf deinem Stuhl. Der Spiegel, da kannst du wieder zurück. Da hinten ist der Raum mit den Schlüsseln, oder? Ah ja. Genau. Ja, da sind die Schließfächer. So, Kirby, bitte, walte deines Amtes. Ich möchte die andere Seite. Hammer, guck mal, guck mal. Ah. Die nehmen wir uns erstmal wieder mit. Immer noch eine. Schön. So. Nachladen. Die nehmen wir auch noch mit. Super. Jetzt möchte ich die gegenüberliegende Seite. Ja. Die mittlere Reihe, das mittlerste Fach. Das mittlere... Oh, das sind 6. Ja, dann das dritte. Von links. Also das hier. Ja. Sesam, öffne dich. Brain Glibber. Juice. Boah, 5000. Ha. I did it. Awesome. Kannst dich direkt auf den Stuhl setzen. You are awesome. Habt ihr gesehen, wir haben 15.000 Brain Juice. Das bedeutet eine Menge. Was lag da? Da lag doch irgendwas. Ne? Ah, ich habe Halluzinationen. Stempel, glaube ich, sind das. So. Das ist total verwirrend, wie das da architektonisch gebaut wurde. Ja. Architektonisch gebaut. So ein Schmarrn. So. Ach, guck mal, hier haben wir auch einen Spiegel, den können wir dann auch direkt nehmen. Wow, 15.000. Überall ist dieses Symbol von diesem, was ist das denn, Rabe oder was? Ja, ich glaube. Aber wäre das oben am Kopf noch breiter, wäre es auch Umbrella, ne? Ey, Ja. Da kann Shinji Mikami sich halt doch nicht verstecken. Nee, konnte er sich jetzt nicht verkneifen. Nee. Reserve, deine Tragekapazität für verschiedene Gegenstände. Kommen wir erstmal. Nee, erstmal machen wir Fitness. So, Lebensanzeige. Das machen wir, oder? Absolut. So. Oh, da kriegen wir direkt mal eine. Maximale Sprintdauer. Nahkampfschaden, Spritzenwirkung. Na, dann gucken wir erstmal, was wir noch haben. Okay. Ich glaube, wir nehmen mal hier Spritzen. Damit wir mehr Spritzen tragen können.
Jo. Das kann ja auch nicht schaden. Das mache ich auch bei vielen Spielen immer. Erst die Gesundheit, dann die Tragfähigkeit erhöhen. Genau. So, was sind das denn? Die Sprengladung, die hohen Schaden bewirkt verwundet Gegner. Blablabla. Ach so, das ist der Schaden davon, ja? Ja. Naja, brauchen wir jetzt erstmal nicht, oder? Wenn überhaupt, würde ich es, glaube ich, eher bei den Waffen machen, weil man dann noch weniger Munition hat. Und wenn, dann sollen die halt ordentlich wegbomben. Genau, wir machen mal den Revolver, ne? Da ja. finden wir ja relativ oder viel Oder die Munition. Shotgun oder so, ja. So, die Shotgun. 3500. Ja, ich meine, wenn die keinen Wumms hat, dann bringt sie halt auch nichts, ne? Die Shotgun meinst du? Ja. Na komm. So. Das muss reichen. Ja. Soll das denn eigentlich sein? So Elektroschocktherapie? Ja, ich glaube. So. Wird ja immer noch eingesetzt, ne? Aber nicht so wie bei dem. Nee. Hoffe ich. Oh mein Gott. So. Und back in business. Na, gucken wir mal. Wir haben ja jetzt eigentlich gar nicht so wenig Shotgun-Munition, ne? Wenn ich das jetzt mal so richtig... Na, dank unseres Ausflugs gerade in die Welt der Schließfächer. Ja, ja. Geht's uns mal, gut. Hier kann man rein. Hallo? Ist jemand hier drin? Oh ja, Ist das eine Puppe oder ein Mensch? Ich hoffe eine Puppe. Und Munition. Das ist gut. Ist weg. Nein. Doch. Shit. Geh unters Bett, Mann. Irgendwas ist kann hier. Kann nicht unters Bett. Fucking wrong with this place. Ah! Okay. Die war doch gerade ja, hier. Ja, auch weg. Oh, und die eine Tür ist zugenagelt oder was da. Lauter Ketten hingen an der Tür. Was machen die denn hier? Boah, wer hustet denn da so? Ich hoffe, dass wir das sind. Nee, sind wir nicht. Da hockt einer. Und schlürft. Ah. Boah, das sind Geister, Mann. Das sind alles Geister. Ah, Brain Juice. Bis man irgendwann sich dran gewöhnt hat und denkt, ja, das sind alles Geister. Und dann langt dir eine. Absolut. Oh, guck mal, die hätte ich fast vergessen. 5 Stück, das ist ja traumhaft. Wir haben nämlich gar keine mehr gehabt. Ich finde die Wände aber nicht so gut gemacht, wenn ich ehrlich bin. Nee? Es sieht manchmal gar nicht aus, als wäre das so abgebröckelte Farbe, sondern irgendwie so wie Gummi oder sowas. Obwohl, vielleicht sind es ja Gummizellen. Vielleicht ist es doch total gut gemacht. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal hier in alle Türen rein, oder? Natürlich. Hm. Immer alles mitnehmen. Hier ist ja gar nichts drin. Doch, ein Waschbecken. Ja. Hände sind sauber. Ha, kabam. Ja, und alles mit den Füßen machen. Ja, in die Richtung muss ich, ne? Ja. Da ist wieder so eine verbarrikadierte Tür und eine, die steht offen. Boah, der ist es immer. Was ist denn das? Staub? Das ist so, ja, Partikel, so genau. Schrott. Ach, die PlayStation 4 will einfach nur protzen. Will ein bisschen Muskeln spielen lassen. Ja, ich sauer, weil ich gesagt habe, dass die Wände nicht gut aussehen. Ja, aber dann guck hier mal die Partikelfilter. Ich kann Schnee machen. Just like that. Genau, ein Fallout mit dem... Hey! Was ist los? Was ist los? Hör auf! Ist weg. Ist weg. Ich habe mich so erschrocken. Ich habe mir selber in die Hand gekniffen. Finde ich nicht gut, sowas. Warum lacht denn da so dämlich? Bitch. Oh, der steht vor dir. Hau noch zu. Da. Ey. Wo bist du denn? So. Ey. Jetzt ist aber gut. Munition alle? Ja. Tot? Ja. Ziemlich.
verdammt. Die habe ich ganz vergessen, die Gegner, die sich unsichtbar machen können. Ja, ich habe das leider total spät erst verstanden irgendwie. Ich dachte halt, das wäre auch wie so ein Geistphänomen, dass der halt dann auch weg war. Der war creepy an dem Fenster gerade. Ja, aber die Lache fand ich auch fies. Ärgerlich. Ja. So. So was Blödes. Aber ehrlich mal, der erste Hilfekoffer, bla. Nun ja, ich kann nur hoffen, dass wir jetzt wenigstens... Darf mich jemand unbedingt einweisen? Oh, bitte nicht. Haben wir alles nicht gemacht? Ja, wirklich, jetzt? Ich weiß es nicht. Ich wusste den Status nicht mehr. Ja. Speichert der auch nicht, was man in der Welt gemacht hat, wo man sich aufgeladen hat? Na, anscheinend nicht. So, ich würde jetzt das endlich mal gerne nehmen. So, ich würde sagen, wir werten uns auf und im nächsten Teil probieren wir das Ganze dann eigentlich einfach nochmal. Ne? Das Aufwerten müsst ihr jetzt nicht nochmal mitbekommen. Finde ich gut. Okay. Leute, hat Spaß gemacht und ich hoffe, im nächsten Teil wird es ein bisschen erfolgreicher. Wird es bestimmt. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.